Gedenkveranstaltung zum ersten Jahrestag des Terrorüberfalls der Hamas auf den Staat Israel. CDU gegen geplante Prämie bei Langzeitarbeitslosigkeit. Und Kevin Kühnert tritt zurück. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 7. Oktober. Heute fand zum ersten Jahrestag des terroristischen Überfalls der Hamas auf den Staat Israel um 9 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der zentralen Synagoge der jüdischen Gemeinde Schabbat statt. Auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, war zu Gast. Am Bebelplatz in Mitte haben ebenfalls heute Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen stattgefunden. Aber ich sage Ihnen auch seit dem 7. Oktober, den nachfolgenden Tagen, meine Gedanken sind auch bei den Menschen, zum Beispiel im Gazastreifen, bei den vielen Kindern, Familien, die auch dort alles verlieren. Aber was ich nicht so richtig verstehe, zurzeit in der öffentlichen Diskussion ist, wer die Verantwortung dafür trägt. Denn die Verantwortung für das Leid in Israel, die Verantwortung für das Leid im Gazastreifen, einzig und allein die Terroristen der Hamas. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Ampelregierung aufgefordert, eine geplante 1.000-Euro-Prämie für Langzeitarbeitslose, die einen Job annehmen und mindestens ein Jahr lang behalten, zu stoppen. Die Regelung soll zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Es ist für mich völlig schleierhaft, wie man auf so eine absurde Idee kommen kann, sagte Linnemann der Bild-Zeitung. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich verlangt vom Koalitionspartner FDP Klarheit bei ihrer Haltung zum Rentenpaket der Ampelkoalition. Ihn wundere das Ausscheren der Liberalen, sagte Mützenich gestern in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin über die Forderungen aus der FDP-Fraktion, das auch von Finanzminister Christian Lindner mit vorgelegte Rentenpaket deutlich nachzubessern. Wie mehrere übereinstimmende Medien berichten, tritt der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, zurück. Als Grund werden gesundheitliche Probleme genannt. Ricarda Lang äußerte sich dazu auf X: Puh. Kevin Kühnert ist einer der klügsten und schlagfertigsten Politiker, die ich kennenlernen dürfte. Und er zeigt gerade auch in dieser Situation, dass es ihm um die Sache geht und nicht um sich selbst. Er wird fehlen, als Politiker, und mir persönlich auch als Freund. Der Landeswahlausschuss hat nun das endgültige Ergebnis der Landtagswahlen in Brandenburg bekannt gegeben. Im Gegensatz zum vorläufigen Ergebnis gab es nur minimale Veränderungen. Dem endgültigen Ergebnis zufolge stimmten 30,9% der Brandenburgerinnen und Brandenburger für die SPD. Dahinter liegt die AfD mit 29,2%, gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,5%. Für die CDU votierten 12,1%. Der Einzelhandel in Deutschland erwartet keine große Verbesserung der Verbraucherstimmung. Entsprechend trübte sich das Geschäftsklima in der Branche ein, teilte das IFO-Institut mit. Die Einzelhändler beurteilten ihre Lage im September schlechter und gaben an, für die nächsten Monate pessimistischer zu sein. In Dresden sind heute Morgen 30 Menschen bei einem schweren Busunfall in der Bautzner Straße verletzt worden. Ein Bus kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Feuerwehr in der sächsischen Hauptstadt in einer Pressemitteilung mitteilte. Die Bautzner Straße wurde zwischen der Rotenburger Straße und dem Albertplatz vollständig gesperrt. Nach zwei Anstiegen in Folge ist der Auftragseingang für die deutsche Industrie im August unerwartet deutlich gesunken. Die Zahl der Bestellungen fiel im Monatsvergleich um 5,8%, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Wenn die Großaufträge herausgerechnet werden, haben die Unternehmen 3,4% weniger Bestellungen erhalten. Am vergangenen Samstag ist das Festival of Lights in Berlin gestartet. Der letzte Tag ist der 13. Oktober, dieses Jahr steht unter dem Motto Celebrating Freedom. Auch in diesem Jahr hat es bereits am ersten Tag eine große Anzahl an Menschen zu den beleuchteten Sehenswürdigkeiten gelockt. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel bedeckt bei einer Tiefsttemperatur von 12 Grad. Am Dienstag ist morgens und abends mit Regen zu rechnen bei einer Höchsttemperatur von 20 Grad.
Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.